Der junge Lukas leidet an merkwürdigen Beschwerden, die niemand so recht zu deuten weiß. Und selbst Fachärzte sind ratlos bei der Diagnose. Jahre vergehen, die anfallartigen Schmerzen bleiben. Auch Dr. Günther Gerhardt kann nichts Konkretes finden, doch der Fall Lukas lässt ihn nicht los. Zusammen mit einem Nervenspezialisten will er herauskriegen, was hinter den geheimnisvollen Symptomen steckt. Schwindelanfälle, Verkrampfungen, Schmerzen. 4 Jahre kämpft Lukas mit einer merkwürdigen Krankheit. Sie tritt in unregelmäßigen Abständen auf. Sein Hausarzt steht vor einem Rätsel, als Lukas ihm davon erzählt. Und mir wird schwindelig halt im Unterricht und sind halt so wie so Wärmeströme in meine Arme so reingefahren. Und ich habe mich dann verkrampft und konnte mich dann nicht mehr richtig bewegen und so. Und ja, ich war halt 10 Jahre alt und ich wusste halt nicht, was das war und ich hatte ziemliche Angst halt. Selbst Fachärzte finden nichts. So wie ich das halt verstanden habe, haben die halt das eher so gesagt, dass ich mir das halt einbilden würde, aber ich habe es ja selber gespürt. Sein neuer Hausarzt, Dr. Günther Gerhardt, beginnt ihn zu befragen und zu untersuchen, findet aber keine körperliche Veränderung, die die Beschwerden von Lukas erklären würden. Heftige Schmerzen im rechten Arm, verbunden mit einem Taubheitsgefühl, einem Kribbeln und Hitzegefühl, das sich ausbreitet bis in die rechte Gesichtshälfte. Alle Beteiligten sind verzweifelt, lassen aber nicht locker auf der Suche nach einer Diagnose. Auch die inneren Organe sind in Ordnung. Woher nur kommen diese Schmerzen? Seine Mutter hilflos, ratlos. Für uns als Mutter oder als Mama, das war total beängstigend, weil wir haben gesehen, der wurde weiß im Gesicht, der konnte sich nicht mehr bewegen, der sagte immer, es wird ganz heiß und es kribbelt. Und das war, selbst mein Vater stand vor dem Krankenbett in Wormsinde Klinik und hat geweint. Um der Ursache auf die Spur zu kommen, macht sich Dr. Gerhardt selbst auf den Weg zu einem Kinderarzt ins Krankenhaus Worms. Vielleicht finden hier die Ärzte heraus, was mit Lukas los ist. Blut- und Gehirnuntersuchungen auch ohne hilfreiches Ergebnis. Sie waren weitgehend unauffällig, das EEG war völlig in Ordnung, die Blutergebnisse waren völlig in Ordnung. Wir hatten auch nach Infektionen geschaut. Es gibt es ja häufig in unserer Tätigkeit, dass wir Diagnostik machen. MRT ist ja schon ein Zauberwort bei vielen Patienten und es kommt nichts dabei raus. Trotzdem hat der Patient, kleine Patient, Beschwerden. Die Patienten kommen zu uns, die Eltern sind in Sorge, die Eltern erwarten von uns eine Klärung. Wir unternehmen, wie Sie schon sagten, viele Untersuchungen, MRT, Laboruntersuchungen, funktionelle Untersuchungen, aber es bleibt, der Mensch ist nicht transparent, wir können nicht durchschauen, wir haben keinen Diagnosestecker, wir sind nicht auslesbar wie ein Auto. Gerhardt zieht einen Neurologen zu Rate. Die Beschwerden von Lukas ziehen sich jetzt schon über Jahre hin. Die genaue Erkrankung bleibt unklar. Einiges aber deutet auf eine Migräne hin. Also wir kennen das ja ganz bekannt, eine sehr schmerzhafte Erkrankung, ohne dass man krankhafte Befunde erheben kann, bei der Migräne. Ja, also sehr heftige Kopfschmerzen, man kann vielfältige Untersuchungen machen, man findet aber keinen direkt krankhaften Befund. Bei der Migräne ist sich die Medizin heute sicher, dass elektrische Phänomene im Gehirn Auslöser sein könnten, ähnlich denen einer Epilepsie. Die Ursache einer schlechten elektrischen Leitfähigkeit ist ein Schaden an der Ummantlung der Nerven, eine Art Isolierung. Deshalb behandelt der Neurologe Lukas mit einem Medikament, das normalerweise bei einer Epilepsie zum Einsatz kommt. Ich erkläre es dem Patienten immer in der Art und Weise, dass ich mit meinem Medikament in dieser Richtung quasi wie ein Elektriker an dem Kabel versuche, mit Isolierband diese Kurzschlüsse wieder zu vermeiden. Das heißt, das Kabel funktioniert noch gut, aber wenn Isolierband rumgewickelt ist, das kennt man aus dem Haushalt, vom Staubsauger, vom Föhn oder was auch immer, kann das trotzdem noch gut funktionieren. Und so ähnlich ist auch die Überlegung. Das heißt, das Medikament macht in dem Körper keine Veränderungen, sondern schützt einfach ein defektes Areal im Gehirn.
Und dieses Klebeband, das hat dann funktioniert? Das Isolierband hat gut funktioniert. Also bereits wenige Tage bzw. eine Woche später haben sich der Patient und seine Mutter wieder gemeldet und gesagt, es ist seitdem nichts mehr aufgetreten. Ja, das Leben ist halt wieder normal, es wird es nie passiert. Als ich die erste Tablette schon genommen hatte, wurde es halt immer weniger. Die Ärzte sind optimistisch, dass er irgendwann keine Tabletten mehr braucht und mit dem Wachstum seine Beschwerden völlig verschwinden.